Es wird endlich wieder lockerer. Der Olympiaturm durfte nun wieder aufmachen. Allmählich kehrt in den Olympiapark München wieder ein Stück Normalität ein. Die Gastronomie, sowohl unten als auch oben, hat geöffnet. Die Parkeisenbahn fährt wieder und im Sea Life geht man erneut auf Unterwasser-Entdeckungsreise. Einen Rundgang durch die Geschichte und vieles mehr bietet nun auch wieder das Stadion. Ja, Sie können ganz locker einfach reingehen, Sie können sich das Stadion mal wieder anschauen, Sie können aber auch uns aufs Dach steigen, nämlich eine Zeltdachtour machen, möglichst vielleicht in den frühen Morgen- oder Abendstunden, hat man noch einen schönen Sonnenuntergang dabei. Sie können sich dort abseilen lassen, wie gesagt, Sie können über das Stadion fliegen, das ist alles derzeit möglich. Was noch gar nicht geht, ist momentan, müssen wir mit den Veranstaltungen leider noch abwarten. Und da hoffen wir aber auch, dass das ein oder andere in diesem Sommer wieder passieren wird. Da würden wir uns dann auf alle Fälle noch mal melden. Das hoffen wir natürlich sehr, weil wir sind ja nicht nur ein Tourismuspark und Freizeitpark, sondern letztendlich auch eine der größten Veranstaltungsstätten. Der Bootsverleih und die Minigolfanlage freuen sich auf die Besucher. Und demnächst macht auch die Soccarena wieder auf.